Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich bin mal wieder zurück, nachdem ich mir ein paar Tage Ruhe gegönnt habe. Und ich habe ein brandheißes Thema, was durchaus viel diskutiert wird, was ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt. Ich möchte das aus meiner Perspektive nochmal kommentieren und mit ein paar meiner älteren Videos verknüpfen. Und tatsächlich auch nochmal so ein bisschen auf Meinung dazu eingehen, unter anderem wahrscheinlich nochmal auf die Sprachnachricht von Attila Hildmann, die möglicherweise einige von euch bekannt ist dazu. Gehen wir erstmal in den Text rein, bevor ich kommentiere. Corona-Warn-App. Impfstatus wird an Farbe erkennbar sein. Karl Lauterbach verrät ein neues Update für die Corona-Warn-App. Unterschiedliche Farben geben künftig unterschiedliche Rechte. In China gibt es dieses System bereits. Das ist ein Artikel aus der Berliner Zeitung. Also ich würde jetzt sagen, nicht das Schwurblerblatt schlechthin. Von daher kann man das schon mal lesen, sage ich mal. Und das gleich abzubügeln. Wird ja gerne mal gemacht von Kritikern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigt seine umstrittenen Corona-Pläne für den Herbst. Ich erinnere nochmal daran, das ist alles wissenschaftlicher Bullshit. Der Evaluationsbericht hat relativ klar und auch Stör hat relativ klar gezeigt, dass was da gelaufen ist, alles höchst dubios ist und dass es nicht auf Daten und Fakten basiert. Und wir im Prinzip auch überhaupt keine vernünftigen Kosten-Nutzen-Analysen haben zu den Maßnahmen, dass sich das überhaupt nicht abschätzen lässt, wie es sein müsste, um solche Grundrechtseinschränkungen überhaupt anzubringen. Habe ich ja x-mal drüber gesprochen mit euch, habe natürlich trotzdem gemacht. Und wir wissen ja, im Augenblick sieht es so aus, wenn wir das mit uns machen lassen, dass es so weitergeht. Natürlich ist das hier erstmal, was jetzt kommt, ein Testballon. Man schiebt natürlich den Lauterbach vor und guckt, ob es so funktioniert. Gehen wir erstmal weiter. Kritik gibt es vor allem an dem Vorhaben, nur frisch Geimpfte von der Maskenpflicht zu befreien. Auf den Punkt bin ich schon eingegangen. Dreifach Geimpfte sind es quasi, wenigstens was die Maske angeht und eventuell auch das Betreten von Einrichtungen, erstmal wieder ungeimpft. Jetzt könnte man sich freuen als Kritiker oder als Schwurbler, weil wir das ja alles sozusagen vorhergesagt haben und das ein Dauerimpfabo bedeutet. Natürlich hat Lauterbach, soweit ich weiß, getweetet, ja, das würde ja keiner machen und wolle man nicht. Ja, aber diese Regel ist doch gerade so verkündet worden. Also was soll jetzt gelten? Das macht ja keinen Sinn. Na, wenn das so verkündet wird und so kommen soll, dann ist es ja so. Da kann der Lauterbach dann was anderes sagen, da macht es keinen Sinn. Nicht in dem, was verkündet wurde. Also schauen wir mal, ob die zurückrudern oder nicht. Egal. Also, dass sich Menschen ab Herbst und Erfolg alle 3 Monate extra impfen lassen, um von der Maskenpflicht befreit zu werden, glaubt Lauterbach aber nicht. Er schreibt, der Gedanke sei abwegig. Und weiter, kein Arzt macht das, kein Mensch will das. Das heißt also, dass er davon ausgeht, dass wir alle Maske tragen drin. Also kommen wir aus der Sache wieder nicht raus. Ich habe heute gerade wieder alte Leute draußen gesehen, sich ganz häufig alte Leute in der brütendsten Hitze draußen im Hochsommer mit der Maske im Gesicht. Und es tut mir so weh, das zu sehen. Ich finde es so schlimm. Natürlich ist jeder seines Glückes Schmied, natürlich sollte jeder selber denken können. Aber wir wissen ja, wie die älteren Generationen erzogen worden sind. Ne? Folge dem Befehl sozusagen, mach dich klein. Das ist einfach nur mal auch eine Sache der Zeit. Und man hat diesen Leuten, ich muss es so hart sagen, so ins Hirn geschissen, man hat ihnen so viel Angst gemacht und ihnen so viel Druck gemacht, dass diese armen Menschen sich selber schädigen, bis sie tot umfallen und draußen mit der Maske rumlaufen. Das ist ganz schlimm, das zu sehen. Noch schlimmer ist es bei Kindern zu sehen, die das draußen machen, die man so gebrainwashed, so sozialisiert hat, so indoktriniert hat in der Schule, dass sie das tun. Ja, es ist aber nicht die Mehrheit. Das muss man glücklicherweise sagen. Dennoch ist es schlimm, das zu sehen. Für diese Menschen oder auch für viele Leute an vielen Berufen. Ich kenne eine Kraft an der Kasse bei Edeka, die trägt immer Maske. Jetzt frage ich mich immer, macht sie das freiwillig oder auf Befehl von oben? Aber für diese Menschen hat es nie geendet. Es wird nie enden. Es wird nie enden. Das ist sehr, sehr schlimm. Gut, wie dem auch sei. Wie gesagt, ich finde es insgesamt seltsam, ne, irgendwie, da wird was gesagt, da wird eigentlich wieder zurückgerudert. Sei es drum, Herr Lauterbach ist niemand, den man zu ernst nehmen kann, weil er, meiner Ansicht nach, das habe ich schon mehrfach gesagt, und das meine ich auch, ohne jetzt diffamierend zu sein, ich denke, er hat Probleme. Entweder über
Substanzen, die er nimmt, oder über psychische Vorerkrankungen oder über beides. Das denke ich, ohne ihn damit anfahren zu wollen. Und dementsprechend macht er eine Aussage und ein Jahr später hat er eine völlig andere. Das ist nachgewiesen bei ihm. Man kann quasi sich bei Lauterbach überhaupt nicht darauf verlassen, dass seine Aussage auch eine Gültigkeit hat. Lauterbach bleibt bei seinem Vorhaben, verteidigt das neue Infektionsschutzgesetz und bekräftigt, wenn im Herbst vor infektionsschützende Impfstoffe vorliegen, sollten sie auch für Geimpfte einen Vorteil bringen. Auf Masken im Innenraum kann man im Herbst nicht verzichten. Für die frisch Geimpften wäre eine Ausnahme vertretbar. Das heißt, im Prinzip sagt er, die Maske bleibt. Komme, was wolle. Die Maske bleibt. Weiterhin haben wir wieder ein Infektionsschutzgesetz und es ist immer noch da und es kommt schon wieder. Und ich erinnere mich daran, dass ich so gewarnt habe vor dem Infektionsschutzgesetz und das ist jetzt die x-te Novelle, ich weiß es gar nicht. Und es kommt genau, wie die Kritiker gesagt haben. Es regelt das Leben, es geht einfach nicht weg, es bleibt immer. Und wenn ihr euch anguckt, wenn ihr einkaufen geht, damals zum Anfang der Pandemie, da haben die beim Edeka zum Beispiel die Wege geändert. Ja, da haben sie die Parkplätze teilweise abgesperrt, du kannst gewisse Sachen oder gewisse Bereiche nicht mehr betreten. Das haben sie alles gemacht, um es besser regulieren zu können. Das ist heute noch so im Sommer. Leute tragen heute noch in vielen Märkten Maske. Leute müssen immer noch Maske im Bus tragen. Es geht nicht weg. Das ist genau das, was die Kritiker gesagt haben. Das dritte Jahr wird es. Aber das wisst ihr ja selber. Ich will auf was anderes gleich hinaus. Schauen wir mal. Gut, also das ist die Vorgeschichte, kennt ihr alle, sage ich mal. Es bestätigt sich, was die Schwurbler gesagt haben. Gut. Interessant ist hier, für die frisch Geimpften wäre eine Ausnahme vertretbar. Oh, wie gnädig. Nochmal, eine Maske ist kein Spaß. Das ist auch nicht irgendwie, ja, das kannst du mal machen. Nein, es nimmt mir die Luft zum Atmen. Atmen ist das Lebenselixier. Was meint er, warum die ganzen Chinesen immer ihre schönen Tai Chi-Katas machen und hin und her? Und Atmen ist wichtig. Ja, für andere Nationen ist das völlig natürlich, die wissen das. Und trotzdem haben die in China die harte Knute. Aber ich will jetzt noch was anderes Wichtiges hinaus. Karl Lauterbach, auf der Corona-Warn-App ist eine andere Farbe des Zertifikats vorgesehen. Sollten allerdings zu viele Menschen von dieser Ausnahme Gebrauch machen, würden wir die Regel ändern und machen die Ausnahme dicht. Das heißt, wenn zu viele Leute geimpft sind, das vierte Mal, und dann keine Maske tragen, dann sagt der Lauterbach, nee, das geht nicht. Dann doch für alle Maske. Das ist ja eigentlich ist es ja so, das ist ja auch, du fühlst dich ja verarscht. Also entweder ich lasse mich das vierte Mal impfen, dann darf ich tragen, bis Herr Lauterbach sagt, nee, das will ich nicht, gefällt mir alles nicht, dann muss ich wieder Maske tragen. Oder ich habe es jetzt dreimal gemacht und bin gleich da, wo die vielfach Geimpften eventuell hinkommen, wenn die Ausnahme dicht gemacht wird. Das ist irre, oder? Absolut irre. Eine allgemeine Maskenpflicht im Innenraum oder Test wäre dann Konsequenz. Zuvor hatte der Gesundheitsminister zur Maskenbefreiung für frisch Geimpfte gesagt, das ist dann sicherlich ein Anreiz für den einen oder anderen, darüber nachzudenken, ob er sich impfen lassen möchte. Nee, ist es dann ja nicht. Der Anreiz ist es dann ja nicht. Aber offensichtlich geht es hier wieder nicht um Gesundheit. Es geht hier wieder um einen Erziehungsgedanken, aber dennoch, es ist ja inkonsistent. Kritiker befürchten in diesem Zusammenhang, dass für Gastronomen, Kinos und weitere betroffene Einrichtungen schwierig bis unmöglich werde, schnell und unkompliziert zu überprüfen, wie oft ein Besucher bereits geimpft wurde und ob er somit eine Maske tragen muss oder nicht. Lauterbach widerspricht, dass frisch geimpft nicht kontrolliert werden kann, ist auch falsch. Auf der Corona-Warn-App ist eine andere Farbe des Zertifikats vorgesehen, einfacher als früher 2G+. Das ist der Knackpunkt heute. Wir gehen in eine Farbskalierung. Ich gehe da weiter durch, aber dazu werde ich was sagen gleich. Trotz 4 Impfungen und Pavloxid hatte ich stärkere Symptome. In China gibt es das System mit verschiedenen Farben bereits. In China. Hier spielen sogenannte Health Code Apps eine entscheidende Rolle. Die Apps erstellen Bewegungsprofile und zeigen den Gesundheitszustand an. Je nach Farbe haben die Nutzer und Nutzerinnen dann unterschiedliche Rechte. So erlaubt ein grüner Code freie Bewegung, orange und rot bedeuten bis zu 2 Wochen Quarantäne. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Sender ORF. Unterdessen befindet sich der Gesundheitsminister nach seiner Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung. Es geht langsam aufwärts zu Lauterbach. Dennoch sei Covid-19 keine Kleinigkeit. Und trotz 4 Impfungen und Pavloxid hatte ich stärkere Symptome als erwartet. Was? Ihr habt uns doch erzählt, wir können es nicht anstecken. Wir können es nicht weitergeben.
Wir sterben nicht mehr, es gibt keine schweren Verläufe. Das wurde alles erzählt. Davon ist jetzt nur noch über, es gibt keinen schweren Verlauf. Der Rest ist schon weg, quasi. Und das Schlimme ist, die Leute glauben das. Das ist ja völliger Schwachsinn, denn du müsstest ja eine Vergleichsgruppe haben, um das beweisen zu können. Es ist eine Behauptung der Pharmaindustrie, die von der Politik einfach vorangetragen wird. Es gibt gar keine Beweise dafür. Und wir sehen jetzt an Lauterbach, dem schärfsten Vertreter, dreimal geimpft plus Medikament und es geht ihm trotzdem schlecht. Das Schlimme ist, die Leute glauben es. Ich habe es wieder gesehen im Lehrerzimmer, als ich jetzt da war, wie sie sich unterhalten. Ja, okay, dann anstecken kann man sich jetzt noch, ja, aber gegen die schweren Verläufe hilft es, ja, ganz sicher. Sie glauben es. Sie glauben es. Und leistet aber weiterhin, wann sich Lauterbach die vierte Impfung geben ließ. Das Bundesgesundheitsministerium verweigert diese Auskunft. Ein Sprecher, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht in Details zu medizinischen Angelegenheiten gehen können. Wartet mal kurz. Wisst ihr, woran ich mich noch erinnere? Dass Lauterbach angetreten ist. Wisst ihr noch, was er da gesagt hat? Ich weiß es noch. Da hat er gesagt, die Impfung ist keine Privatsache. So frei nach dem Motto, hier, medizinische Informationen gehören nicht mehr dir. Das musst du schön für alle, ne, rausrücken. Ach so, und jetzt, bei ihm ist es was anderes, oder wie? Das ist so inkonsistent, was hier passiert, auch mit deiner Erkrankung, völlig inkonsistent. Also es ist so irre, normalerweise müsste das jeder, der klar bei Verstand ist, erkennen. Aber jetzt kommt der Knackpunkt, wo ich drauf hinaus will. Hier steht ein System im Raum, das mit Farbcodes deine Rechte regelt. Beziehungsweise andersrum, die Farbsymbole oder die Farbnuancen geben eine Abstufung, eine Differenzierung deiner Grundrechtseinschränkung an. Das muss man erstmal ganz kurz verstehen, was das bedeutet. Und sie geben den Gesundheitszustand an, steht da. Nein, tun sie nicht. Es hat mit Gesundheit gar nichts zu tun. Es hat damit zu tun, übersetzt, wie weit hast du dich staatlich gängeln lassen? Wie weit bist du mitgegangen? Wie treu bist du? Wie systemtreu bist du? Wie viel Lakai steckt in dir? Wie viel hast du mitgemacht von allem, was man dir auferlegt hat? Das ist es. Mit Gesundheit hat das nichts zu tun. Das ist genau wie diesen ganzen Testgeschichten, ja? Da haben Leute einen positiven Test, sind kerngesund. Es geht hier um einen Grad der Abstufung der Grundrechte. Das muss man erstmal verstehen. Und wenn man China heranzieht, dann wissen wir, China ist totalitär und wir wissen auch, wenn es das System in China gibt und es wird hier rübergebracht, wird es bei uns schlimmer. Denn die Deutschen machen alles ganz besonders ordentlich. Da könnt ihr einen drauf lassen. Ja? Wir können gerne das Falsche machen, aber wir machen es auf jeden Fall richtig ordentlich. Da brauche ich ja wohl zur Historie bei uns nichts sagen. Ne? Jetzt will ich auf was anderes eingehen. Dieses Farbsystem, ja, der Abstufung, das erinnert mich an was. Es erinnert mich an mehrere Sachen. Zum einen, was haben die Verschwörer schon vor 20 Jahren gesagt? Wir werden alle gechippt werden. Ja, und die Leute lachen drüber. Und ich habe schon vor langer Zeit gesagt, wir brauchen keinen Chip. Wir haben den Chip freiwillig immer bei uns, das ist das Handy. Und jetzt ist es das so, dass man uns quasi das Ganze implantiert in der Hinsicht, man implantiert es uns psychisch-geistig. Wenn wir uns draußen bewegen wollen, brauchen wir das Ding, um uns ausweisen zu können, wenn das käme. Das heißt, das ist quasi eine mobile Chippung sozusagen. Dann habe ich vor langer Zeit ein Video gemacht, wo ich am Strand gesessen habe, lange darüber philosophiert habe, wo es hingeht, welche digitale Sklaverei da entstehen könnte. Das ist jetzt ein Ding, wo man sagen könnte, ja, das könnte in die Richtung gehen. Ich sage nicht, dass es muss, aber das könnte in die Richtung gehen. Und ich habe ein Video gemacht, vor langer Zeit, dass in Italien Quarantänezonen waren. Und diese Quarantänezonen hatten verschiedene Farben. Und man durfte mit gewissen oder gewissen Voraussetzungen in gewisse Sachen rein oder auch nicht, beziehungsweise überhaupt nicht. Und dieses Farbsystem hatte auch was, glaube ich, mit Rot, Gelb und Grün zu tun, wie eine Ampel. Und jetzt kommt das hier. Zusammenhänge oder Zufall? Könnte man das koppeln? Oder ist es nicht so, dass das, was wir hier tun, eigentlich eine Zonierung ist? Ich habe das damals Zonierung genannt. Doch, es ist eine Zonierung. Es ist eine Mikrozonierung. Die Zonierung könnte am Einkaufsmarkt sein. Die Zonierung könnte im Krankenhaus sein. Du musst vorweisen, kommst nicht rein. Oder im Altersheim. Und wir haben schon ein Beispiel gehabt, wenn das kein Fake war,
in einem Krankenhaus. Da musstest du an der Maschine vorbei, musstest sozusagen deinen Ausweis scannen, dass du rein durftest. Und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, das habe ich auch gesagt. Wenn dieser Verwaltungsaufwand da ist, wie wollen die Leute das kontrollieren? Die können sich ja nicht leisten, da Personal einzustellen, das jeden einzelnen Kunden kontrolliert. Die Lösung ist, in der Not, wenn die Leute verdienen wollen und ihr Geschäft nicht schließen wollen, sie müssen einen Automaten haben. Sie müssen so eine Art Schrankensystem haben, ja? Und das ist ja auch nicht das Problem. Ja, bei anderen Tickets gibt es ja solche Systeme auch. Da scannst du das Ticket ein, wie im Schwimmbad zum Beispiel, und dann geht das Drehkreuz auf. Das könnte die Zukunft sein. Das könnte die Zukunft sein. Das heißt, du wirst mit gewissen Farben, mit Rot, ich habe dann Dunkelrot wahrscheinlich, weil ich habe gar nichts, Intus, da kommst du möglicherweise in ganz viele Sachen nicht mehr rein. Wirst du in Aussätzige wieder behandelt, wirst diskriminiert. Wir kennen das alles schon, das hatten wir alles schon. Das dürfen wir nicht vergessen, was da gelaufen ist. Wir dürfen nicht vergessen, Pandemie der Ungeimpften. Jetzt ist Sommer und man vergisst so leicht, aber das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind diskriminiert worden gezielt, wir sind zu Menschen zweiter Klasse gemacht worden, wir Ungeimpften. Das Schöne ist, jetzt trifft es auch, in Anführungsstrichen das Schöne, die dreifach Geimpften und das lässt den Volkszorn möglicherweise hochkochen. Klammer auf, vielleicht ist das auch geplant, Klammer zu. So, jetzt kann man sagen, ja gut, es ist der Lauterbach, er kann erzählen, der ist irre. Ja, das stimmt. Aber er ist in dem Amt. Man sollte das nicht unterschätzen. Das ist genau wie, man hat früher auch gesagt, die grünen Spinner vor 10, 20 Jahren. Heute sitzt sie in der Regierung und stellen vielleicht, wenn wir Pech haben, bald den Kanzler. Man darf das nicht unterschätzen. Man darf auch nicht unterschätzen, dieser Mann ist in der Position, entweder weil kein anderer da war und Bock hatte, oder weil man es wollte. Oder weil man gedacht hat, schicken wir den Irren vor. Notfalls können wir zurückrudern und sagen, es ist seine Schuld und ihn absetzen. Und wenn er es aber durchziehen kann, das passt wunderbar. Und ihr seht ja aber, wie es läuft. Ja, Lauterbach setzt sich hier mit unserem Bundesjustizminister zusammen, Buschmann, glaube ich. Und dann besprechen die quasi im Hinterzimmer, was die machen wollen. Dann wird es zur Abstimmung vorgelegt. Alter, das ist so undemokratisch. So unfassbar undemokratisch. Da machen zwei Politik, da gibt es möglicherweise einen Fraktionszwang, da wird es abgestimmt, fertig. Muss nicht so passieren, könnte aber. Ja, da sind die Leute auch so ein bisschen in Sicherheit wiegen, alle sagen, ja, das glaube ich eh nicht, das ist doch ein Irre, kommt eh nicht durch und dann, bam, kommt es doch durch. Wie mit der Impfpflicht. Bam. Die haben wir jetzt nicht. Aber es hätte vielleicht passieren können. Und jetzt denken wir ein Stückchen weiter. Und das gehe ich auf die Sprachnachricht von Attila Hildmann ein. Attila Hildmann hat gesagt, ja, jetzt kommt hier quasi die Bundeswehr, habe ich auch zu berichtet, die Bundeswehr unter Generalleutnant Breuer ist ja für den Inlandsdienst vorbereitet, untersteht ja mehr oder minder Scholz. Das habe ich vor ewigen Monaten mal gemacht, das Video. Die sind immer noch da. Und es heißt wohl, dass 60 Millionen Menschen geimpft werden. Hildmann hat gesagt, ja, das hätte Breuer gesagt, er wird 16 Millionen Menschen impfen. Ich habe diese Quelle nicht, weiß nicht, ob er das gesagt hat. Ich weiß, dass 16 Millionen Menschen geimpft werden sollen. Ob der Breuer das direkt gesagt hat, dass es tun wird, weiß ich nicht. Sei es drum. Was hier also vor der Tür steht, ist offensichtlich. Wenn solche Vorschläge kommen, heißt das, man plant schon wieder fest damit, dass man Leute diskriminiert und entrechtet und dass man die Grundrechte weiter einschränkt. Wenn es hier nicht irgendwie kippt. Das ist relativ offensichtlich. Ja? Und dann haben wir die Mikrozonierung, du kommst in die Sachen nicht mehr rein. Und wenn vielleicht in irgendeinem Kreis oder irgendeiner Kommune die Inzidenzen, von denen wir wissen, dass sie nichts aussagen, zu hoch gehen, dann sagt man vielleicht, naja, dann ist vielleicht NRW oder Sachsen mal eine rote Zone. Das kann natürlich besonders dann als Bestrafung passieren, wenn Leute da zu sehr aufmucken und zu viel demonstrieren. Ne? Spinne ich mal ein bisschen. Vielleicht sind die Inzidenzen dann auf einmal ganz hoch und dann sagt man rote Zone. Oder, das hatten wir auch, Ausgangssperren für Ungeimpfte. Ausgangssperren für Leute mit dem roten Status. Wir hatten das in Österreich schon. Bitte denkt daran. Das hatten wir alles schon. Ausgangssperren für Leute. Oder Ausgangssperren für alle, fürs normale Volk, es sei denn, du bist geimpft. Vergesst bitte nicht, was hier schon gelaufen ist. Da klingeln bei mir die Alarmglocken. Ich sage nicht, dass Hildmann recht haben muss. Hildmann ist in seinen Prognosen sehr extrem. Er nimmt den schlechtesten Zustand an und glaubt, dass es der Plan ist. Und der Mann kann sogar recht haben damit. Ich will das gar nicht, das kann ich nicht sagen, ja? Er könnte recht haben. Es muss vielleicht so nicht kommen. Möglicherweise gibt es eben auch noch, ja, Widerstand, was auch immer. Wobei ich persönlich habe mich vom Widerstand mit Singen und Hüpfen verabschiedet. Ich denke,
Mit dem Weg. Also ich war auch am 1.8. nicht zur Impfung, zur Impfung, zur Demo. Das ist für mich jetzt durch das Thema. Muss ich ganz ehrlich sagen, nur noch Widerstand über die Straße. Das hilft, aber nicht singen und hüpfen. Aber das ist nur ein Nebenthema. Also Hildmann könnte recht haben, muss aber vielleicht nicht. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Geschichte angucken, wenn wir gucken, was in China läuft, wenn wir das hier sehen, dann ist es möglich. Dann ist es möglich, dass wir genau auf diesen Zustand hinsteuern. Dass wir im Winter in Deutschland sitzen und als Status Rot darfst du vielleicht nicht mehr raus. Vielleicht kriegst du mit drei Impfungen noch ein Orange, darfst dich noch bewegen. Als Roter wirst du kaserniert in deinem eigenen, ne? In deiner eigenen Wohnung, kannst nicht mehr einkaufen, etc. Vielleicht sowas. Denkt bitte daran, was uns auch gesagt wurde. Denkt dran. Das hat Jensi uns, glaube ich, damals gesagt. Ja, also quasi mal, wer nicht gepikst ist, ne? Der kommt vielleicht auch in sein Amt und zum Einkaufen oder zum Arzt, aber das war's dann. Das hat er uns so gesagt. Andere Politiker haben uns gesagt, man muss den Leuten mal ganz klar zeigen, den Ungeimpften, ihr seid jetzt raus aus dem sozialen Leben. Das sind alles Sätze und es gibt ja diese wunderbare Geschichte von dem De Vries, hieß er De Vries, von dem FDP-Politiker, ne, der da die ganzen Sachen gesammelt hat. Riesen Shitstorm, ja. Austeilen könnt ihr, Freunde, aber ihr könnt nicht einstecken. Ne? Das fällt mir dazu nur ein. Aber es ist möglich, dass wir das jetzt machen und dass Deutschland der Vorreiter ist. Wenn Deutschland fällt, dann kriegen sie den Rest Europas wahrscheinlich auch. Wir sind wirtschaftlich das Herz Europas. Okay, das zerstört man jetzt gerade gezielt. Und die Frage ist eben auch, ob man gezielt die Leute auf die Palme treiben will, um hier vielleicht einen Bürgerkrieg zu entfachen. Auch eine harte Spekulation. Ob man Deutschland und Europa als Konkurrenten wirtschaftlich zerschlagen will, ob man einen großen Krieg auch will. Ob das alles ein Plan ist, um am Ende zu sagen, wir retten euch. Es ist alles so schlimm. Great Reset. Gebt mal alles ab. Ihr habt eh nichts mehr. Dann leitet euch alles vom Staat. Great Reset. Macht das schön mit und wir retten euch. Weite Spekulation. Vielleicht total irre, sowas zu sagen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir es uns nicht vorstellen. Da solltest du was planen. Vielleicht ist es auch Bullshit. Kann ich euch nicht sagen. Na, nehme nur Möglichkeiten. Und dazu kommt noch die ganze Geschichte mit Blackout und so weiter und so fort, die jetzt in einer Wahrscheinlichkeit da ist, dass man sich vorbereiten sollte. Vor, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren hätte man auch sagen können, na, die Wahrscheinlichkeit ist noch nicht so groß, dass es passiert. Aber jetzt ist die Wahrscheinlichkeit auf einem Niveau, dass ich mich vorbereiten würde für den Fall der Fälle. Ich sage auch nicht, dass es kommen muss. Aber es könnte und die Wahrscheinlichkeit hat eine Größe erreicht, die so groß ist, dass es, glaube ich, fahrlässig ist, sich nicht vorzubereiten. Deshalb kauft alles, was ihr braucht. Ne? Habe ich schon oft gesagt. Kerzen, Lebensmittel, Medikamente, was auch immer. Und sorgt dafür, dass man euch das nicht wegnehmen kann. Sorgt dafür, dass ihr euch einen Ort sucht, wo ihr euch hin zurückziehen könnt. Und dass ihr eure Vorräte im Zweifelsfall verstecken könnt. Denn ich wiederhole es zum nächsten Mal. Ja, und ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Guckt bei Stromausfällen nach Amerika. Oder beim Hurricane in Amerika. Grundsätzlich, wenn die staatlichen Strukturen zusammenbrechen, wird geplündert. Dann herrscht das Recht des Stärkeren. Und wenn 20 Leute vor der Tür stehen, selbst wenn ihr ein Schwert und Knüppel habt, macht ihr gar nichts mehr. Die löschen euch einfach aus, wenn sie wollen. Und es gibt eine Menge Gruppen in Deutschland, die haben ein bisschen weniger Skrupel, sind ein bisschen blutärmer als andere. Ja, der deutsche Allmann ist weichgespült, ja, der Tofu-Typ, ja, das Tofu-Männchen, da kommt nicht mehr viel wahrscheinlich. Da gibt es aber andere in diesem Staat, die vielleicht da eventuell anders handeln könnten. Dementsprechend, vielleicht wirkt das, was Hildmann gesagt hat, sehr extrem, aber es könnte sein. Es könnte sein, dass ich versuche, für den Sack zuzumachen. Die Frage ist, wie wir das schon leisten wir und können wir es verhindern oder nicht. Das war's von mir. Bleibt mir gewogen, kommt auf den Zweitkanal bitte, Wandernder Wolf. Bitte pusht den Kanal auch. Je mehr Videos ich mache, desto mehr verliere ich. Ich bin es einfach leid. Es muss möglich sein, dass ich wachse. Also bitte teilen, Twitter, Getter, wo auch immer. Bitte ein bisschen Werbung für mich machen. Es wäre wirklich cool. Mein Lohn ist die Verbreitung und dass ich Leute zum Denken anstoße. Ansonsten habe ich nämlich davon gar nichts, weil ich grundsätzlich eigentlich demonetarisiert werde, weil irgendwie sind meine Videos von immer zu bösartig. Ich weiß auch nicht. Da finde ich, bin ich noch relativ maßvoll, aber YouTube sieht das ganz anders. Von daher, mein Lohn ist zu wachsen und das Gefühl zu haben, dass ich Leuten die Chance gegeben habe, selber nachzudenken und was zu tun. Ja, von daher bleibt mir gewogen und bis bald.